Hallöle, mal wieder ein flüchtiges Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Und ja, beim letzten Mal habe ich ja so mega gefailt, indem ich mich einfach mal mit einer Bombe den kompletten Berg hinuntergesprengt habe. Das war nicht so vorteilhaft. Und deswegen müssen wir jetzt probieren, wieder den Berg hochzuklettern. Och, wie süß. Die haben auch mal mehr Schaden gemacht. Und mal schauen, was uns da oben erwartet. Angeblich soll ja hier in der Nähe auch eine große Fee sein. Das ist mega cool. Okay. Double Kill. So. Das nehmen wir natürlich alles mit. Weil, wenn wir noch eine große Fee finden sollten, können wir danach, glaube ich, auch unsere Rüstung nochmal verbessern. Beziehungsweise noch mehr verbessern. Und das kostet natürlich auch wahrscheinlich einige Sachen. Ich glaube, ich bin beim letzten Mal da drüben hochgelaufen. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal hier hoch. Ein Stein mit einem Saphir drunter. Ach, die Folge lohnt sich doch jetzt schon. Immerhin haben wir durch unseren Absturz auch einen Krog gefunden, den wir sonst nicht gefunden hätten. Und irgendwas anderes. Und hier sind nur... Ach, nur Echsen. Nur die Dings. Nur die Schwarzen. Das ist okay. Keinen von diesen dicken Typen. Die hasse ich ja so sehr. Was wird das? Ach, Barrikaden. Gib uns Pfeile, Junge. Gib uns Pfeile. Wir brauchen unbedingt Pfeile. Los. Ich weiß gar nicht, ob die eine gewisse Anzahl an Pfeilen haben. Na toll. Jetzt fliegt er da irgendwo runter. Wolfi, das hast du toll gemacht. Was macht ihr denn da? Hallo? Lol. Der hat echt abgewartet, bis wir hochgeklettert sind. Da drüben ist die große Fee. Ich sehe sie doch schon. Jetzt ist nur die Frage. Da kommen wir rüber. Natürlich kommen wir da rüber. Dann holen wir uns natürlich erstmal die große Fee. Wir waren auf diesem Berg schon drauf. Da oben ist dieser Krog drauf. Mit diesem Turm. Da waren wir drauf. Ah, toll. Natürlich habe ich da jetzt nicht an die Seite geguckt. Wir brauchen unbedingt einen Hammer. Ich habe nämlich keinen Bock, mich hier schon wieder runterzusprengen. Nein, ich jag einfach mal unseren Wolf in die Luft. Alter, der ist fast tot deswegen. Komm her, Wolf. Weg da. So, Leuchtsteine sind nämlich richtig gut. Die kann man echt gut verkaufen. Wow, hier sind so viele. Gibt es hier auch Feen? Habt ihr hier Feen? Nein, die kommen wahrscheinlich erst, wenn ich die große Fee befreit habe. Wow, da sind so viele rausgekommen. Da ist noch einer. Das waren 4 Stück, ja. Ach, wie cool. So, jetzt gucke ich mal. Hier sind Äpfel dran. Das ist doch definitiv der Berg, wo wir vorhin drauf waren, oder? Ja. Nee, doch da oben, bei der Grünfläche irgendwo waren wir. Okay, das ist dann doof gelaufen. Eine Fit-Karotte. Was ist das hier? Einfach nur irgendwas. So, mal gucken, wie viel Rubine sie jetzt haben möchte. Hier sind so viele Schwertgräser. Ach, wie cool. Wir müssen unbedingt auch mal ein bisschen Angriffsmedizin machen. Oder benutzen vor allem. So, ganz viel einsammeln. Wow, wie viel gibt es denn hier? So, jetzt endlich. Große Fee. Da hat sich der Absturz doch gelohnt. Du, junger Mann. Bitte hör mich an. Ich bin die große Fee. Caesar. Kaiser. Ich war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. Ich bitte dich, selbst ein kleiner Beitrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, gib mir welche. Ich brauche doch nur 500 Rubine. Ja, 500 Rubine ist für uns doch ein Klacks. Vor allem, wir haben 500 Rubine von dem einen Typen bekommen. Ich vermute mal, dass wir... Danke, mein Retter. Dass wir auf jeden Fall ein Foto machen sollen. Ah, meine Kraft, sie kehrt zurück. Wie cool, wir haben die zweite große Fee gefunden. Die haben immer so schöne
Accessoires und so, so richtig viel Schmuck und so. Du hast mich befreit, ja? Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Oh la la, wenn ich dich so anschaue, scheinst du genau mein Typ. Sag mal, Süße, möchtest du vielleicht hier bei mir bleiben? Ja, ich mach nur Spaß. Hauptsache, unser Schal fliegt gerade durch unser Schild die ganze Zeit durch. Grafikfehler FTW. Ich mach nur Spaß. Aber du bist wirklich niedlich, wenn du so verlegen bist. Aber im Ernst, mein Süßer, lass mich dir meine Dankbarkeit zeigen. Wenn du die passenden Materialien hast, kann ich deine Kleider verstärken, Süßer. Also zeig mal, was du in deiner Tasche hast. Meine Kraft reicht im Moment aus, um deine Kleidung ein gutes Stück zu verstärken. Cool, jetzt können wir die Sachen noch weiter verbessern. Das ist ja nice. Schleichglühwürmchen haben wir auch. Das heißt, die Rüstung könnten wir auf 6 erhöhen. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Die können wir auf 12. Ach du Heilige. Auf 12. Das kann ich noch gar nicht machen. Farudra Hornsplitter. Ich glaube, Farudra ist dieser komische Drache gewesen, der eine. Aber auf 12 jeweils. Das machen wir definitiv. 15 Abwehr kriegen wir mehr dadurch. Alter, ist das viel. So, das kennen wir, glaube ich, schon. Ja. Ja, wir machen jetzt alles hoch, was geht. Also jetzt natürlich nicht alle Rüstungen. Die werden auch besser auf 8, aber das bringt uns nicht viel. Da brauchen wir ein Leunenhorn. Das ist auch ganz cool. Schneestiefel kann man nicht verstärken. Und dafür brauchen wir eine Spurtechse noch mehr. Dafür brauchen wir sowieso noch die anderen Teile erstmal. Das kann man auch nicht verstärken. Nee. So, das Set mache ich gleich auch nochmal eben schnell. So. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir unterwegs so viel Materialien gesammelt haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Feen es gibt. Ich vermute. Ich vermute einfach mal 3 oder 4. Also 2 ist zu wenig. Normalerweise gab es immer 4 große Feen. Die des Norden, Süden, Osten, Westen. Kakariko liegt im Westen. Wir sind jetzt ganz im Osten. Das heißt, es würde noch die im Süden und die im Norden fehlen. Rein theoretisch. So, ich habe jetzt noch schnell die komplette Ninja-Rüstung mit hochgemacht. Auch das konnten wir upgraden. Und die bringt jetzt immerhin insgesamt 18 Verteidigung. Und wir haben Nachttempo hoch als Bonus. Ich weiß gar nicht, ob wir das vorher schon hatten. Aber relativ cool. Wir rüsten jetzt aber natürlich wieder diese Rüstung aus. Die bringt uns das Doppelte an Abwehr. Kein Wunder, dass ich zuletzt wieder so viel Schaden bekommen habe. Und hier ist noch ein Schwertgras. Das nehmen wir natürlich mit. Ja, cool. Haben wir die große Fee gefunden. Das hat sich doch schon mega gelohnt in dieser Folge. Und jetzt müssen wir nur da wieder rüberkommen. Das ist die große Frage. Da vorne können wir, glaube ich, landen. Da oben ist ein Wald oder so. Ist da ein Turm? Der Turm ist, glaube ich, viel, viel weiter, oder? Ja, der ist viel, viel weiter. Und irgendwo soll es ja hier auch noch einen Geist geben. Das fände ich ganz cool. Da müssen wir dann auch nochmal nachschauen. Da sind schon wieder irgendwelche Viecher hinter uns aufgetaucht. Ich habe keine Zeit für euch. Ich muss zum Turm. Ach, das sind wieder die Bananenfresser schon wieder. Ach nö, da ist schon wieder so ein Dicker. Uah, da sind 4 Stück oder so. Das ist ja mal übel. Wir gehen lieber hier hoch. Toll, kurz konnten wir stehen. So, jetzt konnten wir ein bisschen laufen. Jetzt können wir hier stehen. Dann müssten wir auch eigentlich gleich hochkommen. Das sollte reichen. Ist da oben der Turm? Ja, da ist der Turm. Oh nein, wir müssen wieder hochklettern ohne Ende. Ach nö. So, da drüben ist noch ein Schrein. Und selbst hier portet sich der Typ hinterher. Hier ist überall dieses Grützenviech. Ach du Heilige. Jetzt müssen wir erstmal diesen Typen platt machen.
Lol, warum war der halb tot? Ach, bestimmt durch unseren Wolf. Uah, da sind ganz viele Rubine, die wir jetzt nicht bekommen. Jetzt haben wir ein großes Problem. Wir müssen, glaube ich, auf die Säule klettern, damit wir da überhaupt hochkommen. Gott, das probieren wir natürlich aus, wenn wir da irgendwie raufkommen. Oh, ich sehe überall diese Grütze. Ach nö, wir müssen jetzt von einer Säule an die andere fliegen wahrscheinlich. Da unten sind die ganzen Gegner. Natürlich habe ich noch keine erweiterte Energie. Das ist natürlich jetzt richtig doof. Warte mal. Wir können doch das hier ausrüsten. Jetzt haben wir Nachttempo hoch. Jetzt müssten wir uns schneller bewegen in der Nacht. Ich merke davon irgendwie gar nichts, aber egal. Da unten sind noch Gegner, da auch. Hm. Was ist das da? Ach, das ist die Quelle der Fee. Ich wollte gerade sagen, was leuchtet da so komisch? Ach, cool. Haben wir endlich die zweite Feenquelle gefunden. Ja. Sehr cool. Jetzt haben wir das Problem. Ja, der Wind geht natürlich in die Richtung. Das ist ganz gut. Da ist auch ein Auge. Wir hätten das Auge einfach kaputt machen können. Na toll. Gut, das werden wir gleich noch machen. Und jetzt müssen wir mal leider, glaube ich, erstmal gleich ein bisschen was futtern. Ich wollte gerade noch was fressen. Ja, jetzt kletter da raus. Natürlich komme ich da jetzt auch nicht wieder raus. Und er bleibt nicht auf dem Stein stehen. Er springt über den Stein rüber. Jetzt. So, jetzt sind wir raus. Dann sind wir fast tot. So, da oben ist nämlich irgendwo ein Auge, da. Wir haben, glaube ich, wieder ein paar normale Pfeile. Einen zumindest. Natürlich. Natürlich. Bombenpfeile. Jetzt müsste ein bisschen was verschwinden. Da. Jetzt kippt das Teil nämlich auch um. Und jetzt können wir da ganz einfach hochklettern. Ach, du Heilige. Da drüben ist ein Schrein. Den markiere ich jetzt echt mal. Da sind gleich zwei. Da ist noch einer. Jetzt ohne Witz. Okay. Der eine wird garantiert für den Ort sein und der andere wird einfach irgendwie in der Nähe sein. So, erstmal heilen wir uns natürlich. Ach ja, das ist sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig, sehr wichtig. So. So. Fertig. Jetzt können wir hier nämlich hochlaufen und dann kommen wir auch viel, viel einfacher da hoch. Das Auge habe ich leider vorher nicht gesehen. Das war ein bisschen doof. So, da ist auch kein Stein auf dem anderen Turm. Wir sollten vielleicht auch öfter mal ganz einfach das Kletterkopftuch ausrüsten. Dann können wir besser klettern. Ich glaube, da verbrauchen wir weniger Energie. Ich freue mich drauf, wenn wir die ganze Rüstung haben. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Und ja, da unten ist die Fee. Und da oben ist dieses komische Teil, was wir gesucht haben, um den Krog zu finden. Das heißt, im Endeffekt hätten wir nur an der Seite gucken müssen und hätten die Fee gefunden. Und hier oben ist es kalt, aber richtig kalt. Wow, jetzt wollte er gerade nicht laufen. Schaffen wir das? Ja, schaffen wir locker. Da können wir gleich nochmal springen. So, wir sind oben. Ist hier wieder ein Vogel? Nein, hier ist gar keiner. Gott, uns ist kalt. Wir laden trotzdem erstmal die Karte runter. So. Mal gucken, wie sieht die Karte aus? Das da hinten ist definitiv der Ort hier. Das Dorf der Ornis. So, da haben wir...
die Karte. Okay. Ah. Ich weiß gar nicht, ob man in diese Schlucht hier noch rein kann oder ob das einfach nur... Weil ich habe die Befürchtung... Nee, es geht nicht einmal ganz außen rum. Ich dachte, dass das vielleicht ganz außen so als Begrenzung der Karte dient. Aber anscheinend... Weiß ich nicht. Hier oben ist das ja auch schon irgendwie. Ich weiß nicht, ob man da halt noch durchlaufen kann. Gute Frage. So. Ah, hier ist der Ornisee. Das heißt, hier wohnen die Ornis. Das ist schon wieder ein Stück weiter hinten. Da geht es irgendwo nach oben weiter. Aber wir wollen natürlich zu den Ornis. Das heißt, wir werden jetzt probieren, dahin zu kommen. Jetzt ist die Frage, wir könnten zu Epona gehen und den Weg hier lang reiten. Das wäre nicht mal das Schlechteste. Würde ich fast sagen, ne? Das ist die beste Idee. Wir erfrieren mal wieder. Jetzt ist die Frage, wo ist Epona? Epona müsste da unten stehen. Das da unten könnte Epona sein. Es könnte sein. Muss nicht sein, aber es könnte Epona sein. Ja, es ist Epona. Warte, also da unten ist, glaube ich, wieder ein Stein drauf. Nö, da ist kein Stein drauf. Das sah so aus. Es sind noch so viele Gegner überall. Ach, genau. Da drüben war das Teil. Ach, nö. Hallo, Freunde. Alles Klärchen. Hä? Warum? Wolltest du jetzt nicht weiterlaufen? So, weiter geht's. Ich freue mich, wir sind gleich bei den Ornis. Wir kommen bestimmt noch in dieser Folge an. Vielleicht am Ende der Folge. Ich denke mal, wir werden unterwegs noch ein, zwei Crocs mitnehmen oder so. Oder ein, zwei Schätze. Mal gucken. Und dann erfahren wir, was es mit den Ornis, mit dem Titanen auf sich hat. Da oben ist ein Lager. Wir müssen, glaube ich, da oben weiter. Jetzt ist die Frage, kommen wir hier vorbei? Ja. Oh, hier geht es richtig runter. Hier ist Wasser und so. Es vibriert gerade richtig. Was? Hier ist irgendein Boss oder so. Da war gerade irgendwas... Bossmäßiges. Ich habe nur keine Leiste gesehen, gar nicht. Es kam nur... Es war doch auch nicht der Titan. Der ist viel zu weit weg. Ich sehe auch keinen Drachen oder so. Das war jetzt interessant. Hier. Das sieht mir doch sehr nach einem... Ja. Ich wollte gerade sagen. Ach, ein Ivarok mal wieder. So, der erste Arm ist weg. Ich habe leider keinen Hammer, das ist das Problem. Wir können aber trotzdem mal hier eine Bombe platzieren. Die leider nicht viel Schaden macht. So, jetzt haben wir das Problem. Oh, ich habe unseren Wolf getötet, fast. Das ist natürlich jetzt bescheuert, ohne Hammer. Alter, wieso macht das Viech so viel Schaden? Ja, das macht, glaube ich, keinen Sinn ohne, ohne Hammer. Ja, wir machen es einfach anders. Wir markieren mal wieder hier die Stelle. Hier befindet sich ein Boss. Und dann würde ich sagen, machen wir das später. Weil ohne Hammer. Und der Wolf ist weg. Obwohl, wir haben Bombenpfeile, ne? Aber... Ja, da brauchen wir eine halbe Ewigkeit. Da verballern wir wieder alle Bombenpfeile und so. Ich habe schon fast keine mehr. So, weiter geht's. Finde ich aber ganz cool, dass es immer mal wieder irgendwo Bosse gibt. Auch so mitten auf dem Weg.
Ich weiß schon, warum ich gesagt habe, dass wir da in dieser Folge nicht mehr ankommen werden. Was sind ihr denn für Wahnsinnige? Was ist denn das für eine Brücke? Kann ich mit Epona aus in die Brücke runterspringen? Ich glaube nicht. So. Jetzt, bisschen Tempo. Was? Da unten sind wieder irgendwelche Echsen. So, da hinten ist der andere Turm. Den müssen wir natürlich auch noch irgendwann besorgen. Jo, ist aber ganz schön hier, finde ich. So, tappel, tappel, tappel. Jetzt können wir auch wieder ein bisschen schneller laufen. So. Oh, hier gibt es ganz viele von diesen Echsenviechern. Sind das die... Ah, das sind die ganz normalen blauen. Oh. Du hast eine komische Waffe, die kenne ich noch nicht. Ja, die kenne ich wirklich noch nicht. Was ist das? Eine Elsternlanze. Okay, das ist interessant. Wie gut ist die denn? 10. Das ist natürlich nicht so das Beste. Was hast du für eine Waffe? Kann ich deine Waffe schon fotografieren? Nö. Jetzt wird er erstmal von meinem Pferd vermöbelt. Jetzt wieder so ein Eisvogel-Dings. Ja, jetzt zerbricht meine Muscheln-Dingsbums gleich. So. In your face. Ja, ein Eisvogelschwert. Das heißt, es war gut, dass wir das weggeschmissen haben. Das finden wir hier ohne Ende wahrscheinlich dann. Gut. Und ich würde fast sagen, weiter geht's. So, und da vorne steht wieder ein Echsenviech. Über die Kamera. Das... Du sollst zur Seite gehen, Epona. So, und. Die Lenkung ist teilweise. Ich finde es halt. Ich finde das mit Epona übelst cool, aber es ist leider so doof, dass man hier recht wenig Flächen hat in diesem Spiel, wo man halt wirklich richtig reiten kann. Das ist Terry. Da ist ein Stall, den habe ich gerade gar nicht gesehen. Ach, Terry. Ja, du kaufst auch an. Hallo. Oh, sieh hier. Ich bin beeindruckt. Ja. Was kaufen wir denn mal? Haben wir irgendwas Schönes? Ah, Glutlibellen. Der macht sogar Rabatte auf die Pfeile. Weil 10 Pfeile kosten normalerweise 60 Rubine. Er verkauft 10 Pfeile aber für 45 Rubine. Das ist ja cool. Wir kaufen jetzt erstmal 10 Pfeile. Ja, nö, alles okay. Cool, danke, Terry. Dann haben wir wieder ein paar Pfeile. Das sollte ich öfter mal machen. Da ist Chili. So, jetzt sind wir hier beim Stall angekommen. Stall der Orni. Gibt es hier irgendwelche Quests? Curryreis. Da ist ein Schild. Flugplatz Weg der Schneeberge. Okay, das klingt sehr, sehr interessant. Aber erstmal hier die Quest. Weißt du, ich mag ja scharf gewürzte Gerichte. Jetzt was richtig Scharfes und Reis. Mal überlegen, jetzt weiß ich's. Ich habe Hunger auf Curryreis. Ich habe zwar Hyrule-Reis, den man braucht, um Curryreis zu kochen, aber das Geronengewürz ist mir ausgegangen. Ich kann nicht einfach losziehen und den Stall sich selbst überlassen. Sag mal, Reisner, wenn du zufällig etwas Geronengewürz findest, könntest du es mir bringen? Kein Problem. Wenn man friert und sich aufwärmen möchte, geht doch nichts über Curryreis. Ja, das Goronengewürz kenne ich selber noch gar nicht. Das finden wir wahrscheinlich bei den Goronen. Aber ansonsten... Ach, hier ist wieder dieser komische Vogel, aber der hat keine Quest hier. Ich dachte eigentlich, dass er in jedem Gebiet irgendwie ein Lied spielt. Ein Bär, ein Bär.
Ein Honigbär. Es gibt verschiedene Bären. Ach, wie cool. Ein Honigbär. Jagt er gerade die Hirschkühe da? Ich glaube. Der jagt die wirklich. Das ist ja lustig. Ach, wie cool. Außer, dass die gleich irgendwo runterfliegt. Hä? Jetzt ist sie verschwunden. Es ist ein bisschen seltsam. Wo ist der Bär hin? Ja. Sumpfgemüse. Falsche Pfeile. Aber ja, Sumpfgemüse. Da sind ganz viele von. Boah, das war halt richtig doof. So, das ist weg. Eine Frostforelle und eine Zitterforelle. Die Zitterforelle kann ich gebrauchen. Ich weiß nämlich genau wofür. Alter, könnt ihr es mal lassen? Da ist bestimmt noch einer. Habt ihr es langsam? Ja, der Bär ist verschwunden. Na gut, ich würde... Da steht ein Räuberwolf einfach rum. Guckt gegen die Wand. Keine Ahnung. Seltsam. Gott, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann schauen wir uns hier mal so ein bisschen um. Und dann werden wir auch, denke ich, zu den Ornis kommen. Die sind ja da drüben irgendwo. Ich hole mir in der Zeit hier vorne noch die Erze. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und immer schön fruchtig bleiben. Ciao.